Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder auf der Map Ruhrgebiet unterwegs. Und zwar dort auf der Linie 252 mit dem VDL Ambrassador. Ist der Kollege, glaube ich. Bin mir gar nicht so sicher, wie er heißt. Auf jeden Fall ein relativ neuer Bus. Der auch zumindest bei mir in der Gegend zwischenzeitlich mal rumfährt. So, jetzt machen wir hier mal den Motor an. So, und dann machen wir mal Linie 252 00 Route 01. Richtig? Falsch. Route 02. So, genau, wir fahren bis zur Hermannschule von Gelsenkirchen-Burer Straße aus. Jo, wollen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. So, der Bus hört sich übrigens manchmal ein bisschen komisch an. Nächste Haltestelle, Kärntner Ring. Nee, noch nicht. So, wo muss ich denn hier eigentlich hin? 380 sind wir nicht. Das dachte ich mir, dass das nicht passt. So, schieben wir mal einen Kollegen da hinten ein bisschen weg. Umdrehen. So, jetzt sollte es aber passen. Hoffe ich. Ja, passt schon. So. Müssen wir denn hier rein? Hä? Müssen wir denn hier reinfahren? Kann das nicht sein. Warte mal, habe ich die falsche Linie ausgewählt? Ein Fahrplan irgendwo? Oh, ja, tatsächlich. Die falsche Linie gewählt. Okay, das passiert schon mal. Dann nehmen wir die 122. So. Das ist völlig okay. Die fährt nochmal, da kommen wir auch hinfahren. So, nehmen wir die um 17.30 Uhr. Also hier noch... Das passiert mir doch nicht. Nee, nee. So, mal Mitte. 122. Da müssen wir, glaube ich, ein Stück zurück, ne? Da müssen wir da, wo der Kollege jetzt steht. Na gut, dann machen wir das doch einfach mal. So, in dem Bus ist auch ein Funkmod installiert, wie man hört. So, stellen wir mal. Ja, du kannst gleich einsteigen. Machen wir mal hier auf 28. Dann ist der Kollege vor uns wenigstens auch mal weg. Und dann können wir ganz in Ruhe vorne vorrollen und dann noch losfahren. Sofern Om sie gleich geladen hat. Echt, sowas ist mir noch nie vorher passiert, dass ich die falsche Linie ausgebe. Naja. Egal. Ach, passt schon. Ist viel passiert heute. Von daher. Verzeiht man mir das hoffentlich. So, das können wir jetzt mal ausmachen. Das brauchen wir nicht mehr.
Hallo. Ich hätte eine Karte für 4 Haltestellen. Eine Fußstrecke vielleicht? Sehr schön. Guten Tag. Hallo. 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 Hi, hi. Hallöchen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Keiner will mehr ein Ticket? Schade. So, sehe ich hier irgendwo... Klima, okay. Rückspiegel. Ah! So. 0,3. Ja, komm. Würde ich sagen, wir fahren schon mal los. Nee, die Tür zu. Und da ist keiner. Ne, ist keiner mehr. Da sehen wir leider auch nichts, aber müssen hier rum. Hier entsteht für Sie ein neuer Busbahnhof. Aber nicht jetzt. Ja, ja, ja. Bin ich da umgegen gefahren? Kann gut sein, dass ich irgendwo gegen gefahren bin. Der Bus hat das nicht. Ja. Okay. Schade aber auch. Haben wir überhaupt eine Haltestellenanzeige? Haben wir das gelbe T da oder wir haben es tatsächlich nicht? Ja, ich mal an der Haltestelle mal gucken. An der nächsten. Warum auch immer der Bus in den... Wenn man es so macht, dann geht er runter. Kurze Zeit später geht er wieder von der Drehzahl hoch. Mich ein bisschen wundert, warum er das tut. Naja, gut. Das soll er mal machen. Irgendwie sitzt man hier grün. Irgendwie sitzt man hier so ein bisschen komisch in diesem Bus. Als Fahrer. Da kommt mir das einfach nur so vor, dass das so ist. Rems. Danke. So, während wir warten, können wir mal kurz hier innen gucken. Ja, die Leute wollen alle raus. Das ist okay. Naja, so, naja, sieht standardmäßig aus. Ist nicht wirklich was Besonderes. Hallo, Leute. Warum haltet ihr nicht so viel Abstand da hinten? Nee, 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 nee. Ich hasse es, im Feierabendverkehr irgendwo rumzustecken, rumzustehen mit dem Bus. Oder generell mag ich das nicht. So, gucken wir mal. Nö, das T war es scheinbar nicht. Das ist okay. Ah, okay, das ist die Bremse. Mich auch ruhig lassen können, du warst weit genug weg.
Nächste Haltestelle, Königswiese. Machen Sie doch mal bitte ein bisschen vorsichtiger. Ja, 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 ist gut. Ihr wollt hier schon einsteigen? Glaube ich, ja. Machen wir aber noch nicht. Warten wir noch ein bisschen, bis wir da vorne ein bisschen weiter vor können. Na komm, wird grün da vorne. Wenn man ihn so hält, ist er ruhiger. Wenn man mehr auf die Bremse tritt, wird er wieder lauter. Okay, interessant. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Es ist Sommer. Es passt schon. Ach ja. Ist jetzt so schön. Wie viel haben wir? 2 Minuten schon Verspätung? Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube ja, das ist 2 Minuten. Ja, es sind 2 Minuten Verspätung. Geht nach oben. Okay. Passt schon. Werden wahrscheinlich eh noch öfter irgendwo rumstehen. An irgendwelchen Ampeln. Einsteigen will hier auch keiner mehr. Ne, sieht nicht danach aus. Okay, mehr Ansichten haben wir auch nicht. Brems nicht, fahr. Dankeschön. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Ruhr Nordbahnhof. Ist okay. Das stimmt, ich glaube, da bin ich vorher gegen den einen Bus gefahren, aus Versehen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. So. Nächste Haltestelle, Debrimstraße. Ach, ich hab rot. Blendet die Sonne. Ah, egal. Sehe die Ampel, also passt das schon.
Ja, ich muss ja an jeder Haltestelle eigentlich auch die hintere Tür aufmachen, damit ich weiß, wenn die aussteigen wollen. Stimmt ja. Na toll, jetzt sehe ich die aber gar nicht mehr. Machen wir das halt so. Ah, okay. Kleine runden Dinger. Aber an sich, obwohl das Modell relativ klein ist, oder der Bus relativ klein ist, sieht er doch relativ gut aus, muss ich sagen. Hat er überhaupt Fenster zum Aufmachen? Ne, ich glaube, der hat eine Klimaanlage auf dem Dach. Oder?